das Circle Quiz mit Daniel Hock. Herzlich willkommen zum 40. Circle Quiz und ich frage euch, seid ihr schon mal 100 Stunden am Stück wach geblieben? Braucht jetzt nicht antworten, weil ich höre das ja eh nicht. Unser Kandidat heute, der hat das getan, der war auch schon mal 7 Tage am Stück am Extremfasten, also er hat quasi gar nichts gegessen und das alles Hashtag für die Wissenschaft. Hallo, ich bin's, Techtastisch vom Kanal Techtastisch und ich mache prinzipiell Experimente aller Art, bezieht sich nicht nur auf Physik oder Chemie, sondern auch Technik, wie funktioniert was. Letzte haben wir eine Schusswaffe auseinandergenommen und das Video ist sogar noch monetarisiert. Und Selbstexperimente aller Art stehen auch an der Tagesordnung. Ich war mal 100 Stunden wach, dann habe ich neulich erst 7 Tage nichts gegessen und die Ergebnisse festgehalten. Sowas. Sendung 40, jetzt freue ich mich auf Marcel vom Kanal Techtaste. Ja, da ist er. Hallöchen. Hallo. So, machst du bequem. Ja, bequem. Solange du nicht umfällst, ist alles gut. Wie geht's? Wunderbar. Das freut mich. Sehr gut. So, und du hast ein Hobby namens Wissenschaft. Kann man so sagen. Kann man so sagen, wollte ich auch gerade sagen. Jetzt habe ich noch 2 Zuschauerfragen. Es wollte mal jemand wissen, ob du ein Chemiestudium empfehlen würdest. Wenn es was für einen ist, da hatte ich mit MyLab tatsächlich neulich erst darüber gesprochen. Oh ja. Wenn du mehr der praktische Typ bist, der mit den Chemikalien handeln will und etwas tun will, dann solltest du eher eine Ausbildung zum Chemielaboranten machen. Wenn du jetzt mehr die Person bist, die gerne denkt, die gerne grübelt, die gerne ganze Labore leiten möchte und mehr in die Organisation und Co. übergeht oder in die Forschung selbst, dann solltest du Chemie studieren. Das war doch mal eine Antwort. Und noch eine Frage haben wir. Kommt mal wieder ein Video zu Physikspielzeugen? Eigentlich schon. Ich habe viele verschiedene Mini-Formate in meinen Hauptformaten. Ja. Und das wird sicher auch nochmal drankommen. Macht mir einfach Vorschläge in die Kommentare unter meinen Videos, nicht unter diesem hier. Hier dürft ihr es gerne auch machen, aber unter meinen Videos lese ich es eher. Bitte, dann wird das Video besser gerankt. Bitte, mach das. Aber empfehlt Circle Quiz, ich feiere diesen Content. Das freut mich. Dann wird da sicher nochmal was kommen. So. Ich würde sagen, jetzt fangen wir gleich an. Ich erkläre kurz nochmal die Spielregeln. Du hast 9 Wissenskategorien mit jeweils 3 Fragen. Und wenn du alle 3 richtig beantwortest, gewinnst du den 50-Euro-Schein, der da liegt. Wenn ich da nicht, logischerweise. Solltest du eine Frage falsch beantworten, ist die Kategorie raus. Dann gibt es die 2 Fragezeichenfelder. Wenn du da drauf kommst, dann ist es so, dass du eine Kategorie zufällig zugewiesen bekommst. Mhm. Und dann gibt es final noch das schwarze Feld. Wenn du da drauf kommst, dann bekommst du auch Fragen gestellt. Aber das ist quasi das K.O.-Feld. Wenn du sie falsch beantwortest, ist das Spiel an dieser Stelle dann zu Ende. Und wenn ich es richtig habe, bin ich nur fein weg? Genau. Oder zählt es auch für die anderen Kategorien als Joker? Leider nein. Dann darfst du einfach weiterspielen an dieser Stelle. Und kann man beim Fragezeichenfeld aufs Schwarze kommen? Nein. Das ist gut. Das ist so eine kleine Nettigkeit von uns. Und du hast natürlich noch den Telefondrucker, den du jederzeit einsetzen kannst, wann du magst. Alles klar. Soweit alles klar. Ich nehme dich beim Wort und werde das jedes Mal machen. Sehr schön. Ich bin gespannt. Dann fang doch gerne mal an zu würfeln. Alles klar. Wir starten mit einer 5. Blau. Und sind bei der Technik und der ersten Frage. Möchte ich ohne Technikprodukte auf altbewährte Art meine Zeitung lesen? Muss ich sie umgangssprachlich aufschlagen, zusammentreten, in die Ecke donnern oder abknallen? Aufschlagen. Richtig. Aber ist das nicht eher Allgemeinwissen? Ja, so ein bisschen. Ich habe Technikprodukte drin in der Frage, deswegen ist es eine Technik. Ich dachte, Technik wäre jetzt mein Joke, aber war es ja irgendwie. Sehr gut. Dann machen wir weiter. 5. Jetzt kommen wir zum Allgemeinwissen. Okay. Und der ersten Frage. Nehme ich an einem Autorennen als Beifahrer teil, instruiere ich meinen Fahrer womöglich mit den Worten: Gib nach dem Polymerisation, Kettenreaktion, Phosphor oder Knallgas? Was? Gib nach dem. Ach so. Ich hatte jetzt Knallgas als Ganzes im Kopf. Ja. Ich würde sagen, nicht gib nach dem Knallgas.
Das ist vollkommen richtig. Siehst du, da haben wir wieder das Experimente-Denken. Knallgas, genau. Ich kenne dieses Wort. Oh, was? Das sind diese kleinen Easter Eggs, die ich eingebaut habe. Da hast du mich erwischt. Sehr schön. Gut, dann machen wir weiter. Und bis jetzt noch alles im grünen Bereich. 2. Und jetzt sind wir auf dem schwarzen Feld. Oh, fuck. Das ging schnell. Tschüss, Circle Quiz. Das war schön mit dir. Erste Frage. Ein Anfänger, der bei einer bekannten Ballsportart sein Handy aufladen möchte, fragt womöglich, gibt es beim Azurenstrom, Floridastrom, äquatorialer Gegenstrom oder Golfstrom? Ich kann's mir denken. Oh, scheiße. Ja, Sport, ne? Hehehe, da haben wir wieder die Nerd-Klischees erfüllt. Bei dieser Frage bietet es sich an, nicht viel zu denken. Einfach den Kopf frei bekommen. Ja, dann würde ich, das zählt noch nicht als Antwort auf D, tippen. Ich will mich ein bisschen in die Situation begeben. Er befindet sich bei dieser Sportart. Ja. Oder auf einem Sportplatz, wo jetzt dieser... In welcher Situation befinden wir uns? Kannst du mir da helfen? Wir befinden uns auf dem Sportplatz sozusagen. Mhm. Mit potenziell mehreren Sportarten. Das heißt, wenn ich dann da wäre am Sportplatz und es da viele verschiedene Bereiche gibt, würde ich fragen, gibt es bei dem Golfstrom, also Golfbereich, dann würde ich auf D tippen. Und dann würden wir nicht nur tippen, dann würden wir das auch sagen und das ist richtig. Wunderbar. Gerettet. Finde ich gut. Ja. Ich auch. 5. Ah, Sian. Guck mal da, da sind wir doch schon wieder. 2. Frage. Die Weltrekordstadt Tokio bietet den weltweit höchsten Fernsehturm, höchstgelegenen Bahnhof, längsten Eisenbahntunnel oder unabsichtlich schiefsten Turm. Hättest du jetzt Achterbahn oder sowas gesagt in Tokio, da kenne ich eine. Ja, die kenne ich auch. Steel Dragon. Ich kenne den Thunder Dolphin. Den kenne ich nicht. Vielleicht reden wir auch von derselben unter anderem Namen. Das kann auch sein. Oder es gibt einfach ganz viele. Ja, ich rede von einer, die in einem Einkaufszentrum ist. Nee, die kenne ich nicht. Ich rede von einer, die, ich glaube, über 2 Kilometer lang ist. Deswegen ist sie so lang. Ich weiß aber nicht, ob sie die längste ist. Ja, das scheint wohl Technik für mich aus zu sein, weil ich habe literally keine Ahnung. Oh, was ist denn die wahrscheinlichste Antwort? Das ist eine gute Frage. Ich würde zwischen A und C pendeln. Mhm. Weil unser Berliner Fernsehturm ist nur das höchste Gebäude Europas. Händeln wegen Eisenbahn. War das ein Hinweis? Genau. Ich tippe den Eisenbahntunnel C. Sagst du? Ja. Final? Dabei rate ich nur. Ich sage Final C. Okay. Und ich sage dir Final. Es ist aber A. Nein! Richtig! Bei Technikfragen, mich fragen. Würde ich aber auch eher vorbei nehmen. Ja, schade. Schade. Ja, es ist der höchstgelegene Fernsehturm der Tokyo Skytree mit über 600 Metern. Na, wenn schon was Neues gelernt. Das ist ja auch ein Wissensformat. Genau. So sieht's aus. Und dann wollen wir sehr viel Wissen noch weiter uns aneignen, deswegen springen wir zur nächsten Kategorie. Alles klar. Jawohl. Eine 3. 3. Wir sind bei Medien und Promis. Oh Gott. In der ersten Frage. Ein erfolgreicher deutscher Fußballspieler brachte im Herbst 2018 ein eigenes Magazin auf den Markt mit dem Namen Boa, Con, Strick oder Tor. Ich mag das. Naja. Ich auch. Ich würde jetzt einfach mal tippen D, Tor. Er hat es einfach Tor genannt. Finale Antwort. Finale Antwort? Du warst aber relativ schnell jetzt. Ich rate einfach. Okay. Naja, es ist Fußball, ne? Ja. Und ich gebe hier offen zu, Sport ist nicht so mein Interessengebiet. Ja, das tut mir nämlich auch leid, denn es ist A. Na, dann kommen denn schon keine Fragen mehr dran. Boa für Boateng. Oh. Kennst du schon Boateng? Na, ich hab's gehört, ja. Ja.
Aber wie gesagt, ich befasse mich nicht damit und man weiß halt auch nur, womit man sich so befasst. Okay, alles gut. So, dann schnell weg von dieser Kategorie. Sag ich doch. Woanders hin. In Wahrheit wusste ich es natürlich und wollte nur keine Sport- oder Promi-Fragen hier. So, es wird gleich bestraft mit dem schwarzen Feld. Verdammt. Zweite Frage. Wer den Eiskunstlauf des Öfteren verfolgt, sieht hoffentlich von den Tänzern schon mal die ein oder andere Pastete, Palette, Prospekthülle oder Pirouette. D. Ja. Gerettet. Ich hatte schon Angst, als du wieder hier mit Sport angefangen hast. Ja. Oh, ich habe viel Sport dabei, hier, merke ich auch gerade. Gut, dass ich das gemacht habe. So. Zwei. Stimmt's. Erste Behauptung. Als Therapeut kann jeder offiziell und legal ohne Vorkenntnisse in Deutschland arbeiten. Da würde ich Nein sagen. Wieso? Ich weiß jetzt nicht, ob sich Heilpraktiker und Co. als Therapeuten bezeichnen dürfen. Aber dein Wieso macht mich stutzig. Ich sag mal, ja. Gründung. Finale Antwort, ja. Ja, also ja stimmt oder ja stimmt nicht? Ja, stimmt. Ja, stimmt. Das ist jetzt aber deine Schuld. Richtig. Ja, leider. Nee, ich wollte nur mal eine Begründung hören. Ja, es ist tatsächlich so, dass der Begriff Therapeut nicht geschützt ist. Mhm. Und das heißt, jeder Mensch kann sich Therapeut nennen, auch ob er Vorkenntnisse hat oder nicht. Gut zu wissen. Ja, ja, teilweise sogar in Verbindung mit anderen Begriffen. Also wenn du jetzt sagst, ich bin Gesprächstherapeut oder sowas, das ist auch in Ordnung. Ja. Also ist da, oh, krass. Ich dachte jetzt eher, man dürfte das nicht, aber naja, er hat's mehr oder jetzt weniger. Jetzt habe ich eine ganze Branche in Verruf gebracht hier. Ja. Alright. Okay. Eins. Weltweit. Erste Frage. Nur noch eins. Jawohl. In der Schule wäre das gut gewesen. Steht man auf dem Empire State Building Aussichtspunkt, macht man womöglich ein Foto als Pano Butter, Margarine, Kerrygold oder Rama? Panorama. Ja. Ja. Schön. Und schon weiter. Eins. Nee, sechs. Dachte schon. Jetzt gibt's aber einen Sprung. So, das dürfte das Fragezeichen sein. Ja, gelb. Auch. Wir springen wohin? Zur Natur und Tiere. Okay. Zurück zur Natur. Frage. So sieht's aus. Hat der Bauer auf der Weide nur noch kahle Flächen? Denkt sich die Kuh wahrscheinlich, wo ist denn das? Marihuana, Heroin, Koks oder Gras? Die Gras? Ja. Ja, natürlich. Aber wo ist denn der Unterschied zwischen A und D? Hä? Was? Wahrscheinlich alles noch nie gehört. So. Wir sind alle unschuldig. Genau. Drei. Oh. Das ist aber unfreundlich heute. Oh, na hoppla. Es könnte schneller vorbei sein als gedacht. Wir hoffen mal nicht. Unterschätzen Sie die Wissens-YouTuber nicht. Genau, das sollte ich nicht tun. Vor allem bin ich mir nicht Mr. Wissen to go. So. Den sogenannten Axis findet man in einem gesunden menschlichen Körper im Hals, im Becken, im Bein oder im Ohr. Tschüss. Es war schön mit euch. Nein, komm. Jetzt müssen wir wirklich von A bis Z durchdenken. Oh, yes. Du meinst keine von A bis D? Ja, genau. Wo könnte ich das schon mal gehört haben? Ist das ein einzelnes Element im Körper? Um was handelt es sich dabei? Wie viel darfst du verraten? Es ist ein einzelnes, ja, ist schwer zu sagen. Also es ist, an sich ist es ein einzelnes Element, aber es ist an was anderem dran, so. Ich will jetzt auch nicht, ja. Verbindet es zwei Bereiche? Axis klingt auch so nach Achse, könnte dann mit der Wirbelsäule zusammenhängen.
Dann schwanke ich jetzt gerade zwischen A und C. Okay. Ja, C ist ja jetzt nicht unbedingt bei der Wirbelsäule. Ja, schon, aber da geht's jetzt ums Verbinden. Ja, okay. Weil es an was dran ist. Das stimmt. Wiederum ist aber auch der Becken mit ziemlich viel verbunden, beziehungsweise andersrum. Fuck. Aber man kann, denke ich, schon das Ohr ausschließen. Okay, jetzt ganz sinnvoll. Ist Axis ein eigenes Wort oder findet es sich auch in vielen Gesamtbezeichnungen wieder? Nö, das ist jetzt ein Körperteil, das speziell das wirklich so heißt. Das heißt so. Ohne große Zusätze. Also ohne Zusätze halt. Ich sag mal, also deine erste Überlegung war gar nicht so schlecht. Mhm. Dann würde ich C, das Bein, tippen. Ja? Wegen Verbindung. Final. Final? Wollen wir mal schauen, ob es das war oder nicht. Okay. Also. Becken und Ohr sind es nicht. Es ist entweder Hals oder Bein. Und den Axis findet man als, ich sag's mal übersetzt, zweiten Halswirbel. Fuck! Nein! Nein! Das war's! Das gibt's doch nicht! Ah! Das kann doch nicht wahr sein! Ich schick einfach andere Wissens-YouTuber nach. Die holen sich das. Gibt's doch nicht! So schnell! Mensch, jetzt liegen hier noch so viele Kategorien unbearbeitet. Aber es hat Spaß gemacht. Ja. Ich fand's cool. Das war wirklich ein bisschen schnell, ehrlich gesagt. Man kann gerne wieder auf eine Runde 2 vorbeikommen. Ja, mit Sicherheit. Das kriegen wir bestimmt irgendwann nochmal hin. Ja, dann... Wie viele Kategorien haben wir jetzt gespielt? 1, 2. Mehr nicht. Und beim Rest haben wir so angefangen. Ah, sehr gut. Shit happens. Shit happens. Das ist ganz großer Shit jetzt gerade. Aber so ist es halt. Ja, damit müssen wir leben. Ja, Benne. Dann sage ich trotzdem danke, dass du auf den kurzen Besuch da warst. Das war meine schnelle Sendung. Also das hatten wir schon lange nicht mehr. Dann sehen wir uns wieder bei Sendung 41. Ei, ei.